Fokus. Was geht ab, Leute? Ich grüße euch von Wien aus. Heute geht es um den von Revenge. Fokus. Von Revenge, den altbekannten Chain Reaction. Ich glaube, ihr einziger Booster, den sie jemals auf den Markt gebracht haben. Sie haben die Classic Edition und die Next Generation Edition. Das ist hier die Next Generation, Chain Reaction, Next Generation. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass der 200 Milligramm Niacin hat und die Classic 50 Milligramm Niacin. So, auf jeden Fall. Chain Reaction, ich mache das kurz und bündig. Viele lieben ihn. Und ich finde ihn absolut... Finde ich, dass er der größte. Dass er der größte. Schleicht dich aus! Dass er der größte Schwachsinnsbooster auf der Welt ist. Er ist. Man wird rot vom ganzen Niacin und danach die Haut ist dann so gereizt, dann kommt das ganze Betalin, dann kribbelt er so heftig. Freunde von mir haben gesagt, sogar ihr Arschloch kribbelt bis zum Abwinken, es brennt sogar. Ich habe ihn mal benutzt, ich hatte für eine halbe Stunde Energie. Also es war so, als ob ich zwei doppelte Espresso getrunken habe. Ich hatte nur eine halbe Stunde, war ich ein bisschen besser drauf, hatte mehr Energie. Meine Augen waren angeschwollen, ich habe zugeschaut, Leute haben geglaubt, ich habe gekifft. Man wird extrem rot, es fühlt sich kacke an, Leute konnten dann nicht einmal mehr sich hinsetzen vor lauter Schmerzen. Aber dennoch habe ich immer Leute, die ihn lieben, noch immer lieben. Aber meine Theorie ist, die Leute, die den mögen, sind einfach keine richtigen Booster-Kenner. Die kennen ihren Körper nicht. Weil es gibt Leute, die nicht wissen, wo ihre Grenzen sind im Training. Und auch nicht an ihre Grenzen gehen. Und das ist ein typischer Booster, der einfach nur viel Betalin hat. Und viel Niacin, dass die Leute es ja spüren auf der Haut, dass sie wissen, hey, der Booster funktioniert. In Wirklichkeit hast du nur ein scheiß Kribbeln auf deiner Haut, es funktioniert null, du hast keine Kraft, gar nichts. Für Leute, die sich das einbilden oder meinen, er bringt ihnen was schön und gut. Aber ich finde, er ist totale Geldverschwendung, der ärgste Klumpert. Es gibt Leute, die ihn nice finden, aber ich bin absolut kein Fan davon. Falls ich jetzt irgendwen beleidigt habe, der diesen Booster liebt, es tut mir leid, das ist meine Meinung. Jeder soll ihn ausprobieren und seine eigene Meinung bilden, falls er Interesse hat. Wenn nicht, dann spar dir das Geld, kauf dir lieber irgendwas Cooles, geh ins Kino, kauf dir Nachos mit Käsesoße, aber kauf dir keinen Chain Reaction. Also du möchtest unbedingt ihn ausprobieren oder so ein cooles YouTube-Video machen wie ich, um dein Feedback an Leute zu geben, die den Chain Reaction interessieren. Auf jeden Fall Leute, mein Feedback von 0 bis 10 ist, der Generation bekommt eine 0,5 für das, dass man wenigstens eine halbe Stunde Energie hat, aber es fühlt sich nicht nice an. Ich habe lieber Kaffee mit MCT-Öl, ein Bulletproof Coffee, eine Banane, ein Dextro Energy, einen Früchtesalat, einen normalen Salat. Auf jeden Fall, ich habe alles andere lieber als den Booster. Aber, also von 0 bis 10 Punkten kriegt er eine absolute 0. Ich mag ihn gar nicht. Es gibt Leute, die nur den spüren und nur auf den Hardcore trainieren können. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin kein Fan davon. Auch wenn er einen super coolen Namen hat. Und ziemlich viele Servings. 50 Servings. Hey! 50 mal Arschbrennen. Egal. Auf jeden Fall 0 Punkte. Sagt mir, was ihr davon haltet. Es gibt so viele Leute, die ihn dennoch lieben. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, was ich als nächstes testen soll. Oder was ihr von Chain Reaction haltet. Leute, ich grüße euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das Video anschaut. Schöne Grüße aus Wien, Leute. Peace.